Das ist Mathis. Er soll 5 Jahre alt sein, könnte aber auch etwas jünger sein. Das ist ein Gros Gascon Saint-Équois Rüde. Wunderschön. Super netter, sehr menschenbezogener Hund, aber sehr unsicher in allem, was er nicht kennt. Erschreckt vor Geräuschen. Kinder mit Dreirad, Fahrrad, hat aber jetzt schon gelernt, dass der Mensch seine Andockstation ist. Und weiß, für was er seine Nase benutzt. Also wird bestimmt ein guter Mantrailer. Oder für die Nassuche auch. Sehr, sehr gelehrig, will auch beim Mensch sein. Lebt jetzt in der Wohnung bei der Sandra, die ihn ja auch führt, mit ihm arbeitet. Und benimmt sich da vorbildlich. Also stubenrein, ist ganz brav, macht nichts kaputt. Bleibt auch alleine. Natürlich würde ich das jetzt nicht stundenlang machen, aber für den Anfang. Aber er macht kein Theater, er bellt nicht, er macht nichts kaputt. Der ist sowas von freundlich. Hat auch schon ganz viel gelernt inzwischen. Am Mensch andocken. Aber er schreckt halt immer noch, wenn ein Fahrrad kommt, wenn ein Kinderwagen kommt. Das sind alles Sachen, die kennt er nicht. Da macht er richtig Sätze. Er kommt von seiner Seite her mit allen Hunden sehr gut aus. Spielt auch, wenn die freundlich sind. Ist aber, wir wissen nicht warum, wirkt er auf gerade Rüde, so dominante Rüden. Also wir sagen immer, es ist ein Mobbingopfer. Also er macht nichts, er tut auch nicht hier verletzen oder von sich aus irgendwas anfangen. Wahrscheinlich ist es einfach sein hektisches Herumrennen. Immer auch, sehen wir jetzt gleich auch im Garten, wie auf High Heels laufen und vielleicht versuchen sie ihn da gleich von Anfang an. Ja, jetzt kommt, das sieht man jetzt ganz gut, da kommt jetzt ein Rollator. Gerne vorbeigehen. Ja, davor, das ist ihm nicht ganz geheuer, aber man kann das sehr, sehr gut handeln. Ja, er hat Angst, er schaut, aber er ist zu halten. Ja, vielen Dank. Ja, und ich danke auch, dass ich vorbei bin. Ja, und er ist auch dann sofort wieder da. Nase geht wieder an den Boden. Und er ist wieder auf Riechkurs. Das ist inzwischen, bis auf diese kleinen Schreckmomente, besonders bei Kindern, Fahrräder, geht inzwischen schon. Es ist ein wunderschönes gemeinsames Spazierengehen. Gut, wenn er mal einen Geruch hat, das sieht man hier auch, ne? Dann sieht er schon mal auch, lässt sich da auch noch nicht so schnell rausholen. Hat er schon gelernt, wenn er so ganz arg unruhig ist, nimmt ihn Sandra ihn zu sich, stockt an, ne? Zu sich an den Körper, setzt ihn ab, das kann er inzwischen auch schon recht schön. Also es ist natürlich auch in so einer Situation, wo man unruhig ist, lernen sitzen zu bleiben, Ruhe reinzukriegen. Und da kann man vielleicht auch mal eine wunderschöne Aufnahme von seinem Kopf machen. Das ist so ein wunderschöner Hund. Also jeder, der diesen Hund bekommt, hat eine Augenweide, ohne dass er auch vom Charakter her noch ein Goldstückchen ist. Sandra sagt, in der Wohnung. Also total lieb, nett, unauffällig. Einmal was gesagt, dann weiß er, das hat er nicht zu tun. Ja, auch jetzt Couch hoch, wollte er 2-3 Mal versuchen, weil bei mir auf die Betten dürfen sie ja. Und dann hat sie 2 Mal Nein gesagt, beim 3. Mal Nein hat er dann gewusst, okay, auch Zug sieht man jetzt schon, ne? Der Zug fällt hier oben vorbei. Auch das kann er inzwischen, da ist er am Anfang auch auf den Boden gefallen. Also ich glaube, dass es ganz schnell geht, wenn man sich die Zeit nimmt und einfach sagt, okay, ich führe ihn ins Leben mit seinen Alltagsgeräuschen und allem, was dazugehört. Er hat halt einfach wahrscheinlich in seiner Zeit nicht einmal Zivilisation mitbekommen. Und wie ich vermute, hat dadurch eben diese ganzen Alltagssachen nicht gelernt, weil er ist vom Prinzip her ist er kein Angsthund. Er ist einfach sehr, sehr unsicher. Und er ist mit 99% nicht schussfest, da bin ich mir relativ sicher. Wobei Gewitter macht ihm jetzt gar nichts. Ja, ist schon ein stolzer Hund auch, ne, wenn er dann so läuft.
gerade das macht er jetzt so seit 2 Wochen, dass er mit Sandra dann so durch die Wiese rennt und mit ihr sie anspielt. Und also das ist, und das ist dann das wahre, die wahre Freude, wenn du siehst, wie dieser Hund so aus sich rauskommt und Spaß hat. Ja, was ist? Auch Autofahren ist überhaupt gar kein Thema. Steigt super ein, ist beim Autofahren total ruhig, legt sich ab und schläft. Also das ist echt, echt toll. Perfekt macht er das. Richtig, richtig toll. Auch zu Hause ist er, wie schon gesagt, tiefenentspannt, bewegt sich dort frei im Garten, kommt auf Zurufen, ist entspannt, kommt her, läuft rum, schnuppert. Die Nachbarskatze interessiert ihn also eigentlich gar nicht. Er hat mal sie angeschaut und hat dann beschlossen, dass er die nicht braucht. Die war ganz irritiert. Also er ist echt super lieb und komplett unkompliziert. Also das ist wirklich eine wahre Freude. Beim Spazierengehen nochmal ein Bild einfach aus Sicht des der Person, die mit ihm läuft. Der kann also auch einfach nur schnuppern. Die Strecke kennt er jetzt schon. Und da sieht man auch, dass er wirklich super entspannt laufen kann. Ist ein wirklich netter, unkomplizierter Hund. Alles, was ihm Probleme macht, sind die Sachen, die er nicht kennt, die ihm, wo er unsicher ist und wo er dann eben im Zweifelsfall auch mal einen Satz zur Seite macht oder einfach nur wegrennen will und dann mal zieht. Das wird aber wirklich mit jedem Laufen wird es weniger. Man kann da richtig zugucken, wie der riesen Fortschritte macht. Und wir würden uns so sehr wünschen, dass er eine Familie findet, die das mit ihm durchmacht und ihm das alles beibringt. Kleine Kinder, denke ich, ist nicht besonders gut, weil er einfach dann zu oft erschreckt. Er hat auch wirklich, wenn sie laut sind, quietschen, ihm entgegenkommen, hat er wirklich auch Panik und springt weg. Er würde sich zwar auch daran gewöhnen, aber ich glaube, für die Anfangszeit wäre das anstrengend. Auch jetzt hier beim Füttern, Futter wird hingestellt, dann wird er gerufen, dann geht er auch hin und frisst es. Er ist ein langsamer Esser, hat auch wenn er Stress hat, lässt das Essen auch mal ausfallen. Also es muss alles so ein bisschen seine Routine haben, aber er ist überhaupt nicht verfressen und momentan hat er Trockenfutter, er kriegt auch mal Feuchtfutter. Also er verträgt auch alles, es ist nur wie gesagt, Essen ist nicht so seine Hauptzeit, das braucht er nicht unbedingt.